Und Jörg so zu einem neuen Twitch-Channel. Ich habe eigentlich gedacht, gerade schon aufgenommen zu haben, aber anscheinend habe ich doch nicht aufgenommen, keine Ahnung. Und so auf der Map wieder jetzt gerade und ja, es gab zwar zwei Challenges in den Kommentaren, Alex hatte ich die beiden schon mal, deswegen musste ich, deswegen habe ich mir jetzt selber eine Challenge ausgedacht. Nämlich die Waffensammler-Challenge. Jede Waffe, die ich irgendwo rumliegen sehe, muss ich versuchen einzusammeln. Die hier zum Beispiel. Oder die hier. Also egal welche Waffe es ist, na gut, jetzt kann ich die nicht mehr einsammeln. Na gut, wenn es dieselbe ist wie die, die ich jetzt habe, brauche ich das nicht unbedingt machen. Jetzt habe ich diese Waffe, da vorne liegt eine Beacon rum, die muss ich auch mitnehmen. Mann, was mache ich denn hier? Na gut, ich glaube nicht, dass ich den noch kriege. Nee. Ich hätte mal versuchen sollen zu treffen. Und ich glaube auch nicht, dass ich noch eine andere Waffe so schnell einsammle. Ich nehme jetzt einfach, sonst fange ich jetzt einfach die ganze Zeit mit der Thunder 18K an. Folgt bestimmt auch andere Spieler, die Waffe ganz toll finden. Und die nicht gewohnt sind. Also solche Spieler wie Einrast. Ah! Weil in einem Video von Einrast TV oder Einrastfunktion, wie auch immer, hat sie sich nämlich total gefreut und eine, was war nochmal, mit Orion selten, glaube ich, von der Thunder 18K eingetauscht sozusagen, was ich mal so gar nicht verstehen konnte, aber das liegt einfach nur daran, dass ich die Thunder 18K ja seit Ewigkeiten besitze eigentlich, also auf jeden Fall schon seit einer ganzen Weile. Ewigkeiten ist übertrieben, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall schon eine Weile, ich weiß auch nicht genau wie lang. Ja, hier liegen keine Waffen rum, das ist ein bisschen blöd. Da unten liegt eine Waffe rum, toll. Ist das ein Sniper? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Mehr. Ah, das ist ja ein Gegner! Das ist ein Gegner! ich hätte mich mal heilen sollen. Aha, das ist ja ganz toll von hier oben, jetzt mit der Waffe zu kämpfen. Oh, ich habe jemanden getötet. Hä? Wieso habe ich den getötet? Der hatte doch gerade davor noch viel mehr Leben. Keine Ahnung. Ich würde auch mal sagen, dass ich die ganze Zeit unterwegs sein muss und jetzt nicht unbedingt snipen sollte mit meiner meiner Sparrow Armbrust oder so und auch nicht so halt so ein bisschen sowas ähnliches wie snipen sollte mit meiner Dingenstar Waffe ah, da komme ich warte mal, kommt man da aktuell rein? Ich bei dem okay, hier kommt man rein, aber nicht raus. Ah doch, man kommt hier auch raus. Okay, war mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall liegt hier schon keine Waffe mehr rum, sondern nur noch Gegner stehen, nee, liegen auch rum. Mann, das ist ein bisschen blöd, dass ich hier gerade nirgendwo Waffen finde. Ah, schon wieder der Typ. Was will der hier immer? Wow. Ah. Ach, scheiße, ne. Mann. Ich sollte mir, glaube ich, mal das angewöhnen. So. So zu spielen. Also, wenn meine Hauptwaffenmunition leer ist, die zu nehmen. Das mache ich leider nur sehr selten. Ist der Provo oder so nicht noch irgendwo hier sein? Es ist zwar hier eine 30-Minuten-Runde, aber es sind nur 50 Kills, also sollte das eigentlich schaffbar sein. Was? Macht seine Thunder 18K mehr Schaden wie meine, oder was? Das ergibt keinen Sinn. Ich meine, ich glaube, er hat sich vollgepottet, aber es würde bedeuten, dass er trotzdem nur halb so viele Leben hatte wie ich. Ich verstehe das nicht. Und er hat dieselbe Waffe wie ich, und zwar eine, die man nicht abnehmen kann. Ah ja, da fällt mir auch noch was ein, in meinem Let's Play auf dem US-Server gestern war ich irgendwie so dumm und hab mich gewundert, dass man die Mondknarre selten nicht upgraden kann. Das war sehr dumm von mir. So. Ach, das hat er aber gar nicht, das haben wir auch gemacht. Hat er wahrscheinlich auch nur meine aufgehoben. Ah, Waffendiele. Nein, ich bin ja jetzt selber ein Waffensammler. Na gut, ich finde, die Challenge funktioniert jetzt gerade nicht so gut, weil ich nicht so viele Waffen rumliegen sehe. Du Typ, ah, hier, gut, der ist gestorben. Dann kann ich mir jetzt seine Waffe nehmen. Was hat denn der da so? Okay, ich habe keine Ahnung, wie die Waffe heißt, ehrlich gesagt. Fällt mir jetzt wirklich gerade gar nichts ein, wie die heißen könnte. Nein, ich darf nicht campen oder so. Ich darf gar nicht an irgendeiner Stelle bleiben, denn sonst finde ich ja keine Waffen mehr zum Mitnehmen. Muss die ganze Zeit unterwegs sein. Hoffentlich sind hier irgendwie bald mal Gegner und Waffen und so. Oh, da ist ein Gegner.
von wo hat er mich abgeschossen? Ah, da vorne liegt irgendwas. Na gut, jetzt ist es leider schon weg. Mann, können die Waffen nicht ein bisschen länger da bleiben? Sind immer gleich wieder weg. Jetzt will ich aber mal... Warte mal. Hä? Hier war doch irgendwo in dem Tunnel ein Loch gehoben. Ach ja, hier ist das. Aha. Ach, schade, da kann man nicht durchspringen. Oder ich bekomme es einfach nur nicht hin. Ja doch. Also man kann da nicht rausspringen, das ist mir klar, aber ein Stückchen rausgucken schon. Ach, das ist ja schön sonnig da oben. Nee, doch nicht, eigentlich voll bewölkt. Hat man von unten nicht so gut gesehen. Hallo? Was war das denn? Was ist das? Ist das die Edda? Nee, doch nicht. Ich glaube, das ist was anderes. Was ist das für eine Waffe? Hä, was ist das für eine Waffe? Ich nehme jetzt aber meine Waffe nicht direkt wieder mit. Das wäre ja ein bisschen dumm. Was ist das für eine Waffe? Okay, aber ich würde mal sagen, die Runde war jetzt schon lang genug. Was? Ich habe keine... Achso, ich war ja auf dem Fun-Channel. Deswegen habe ich keine Force-Punkte bekommen, klar. Ja, das war's jetzt auf jeden Fall, würde ich mal sagen, mit dieser Brick-Challenge. Also, wenn euch noch irgendwelche Challenges einfallen, dann schreibt diese auf jeden Fall in die Kommentare. Also, ja. Wäre gut. Ich habe zwar auch noch zwei Challenges im Kopf, die ich machen könnte, aber... Dann irgendwann fallen mir auch keine mehr ein, denke ich mal. Naja, nicht den Daumen vergessen, nur bis zum nächsten Video.